begleitet uns zu einem weiteren magischen Tag hier in Disneyland Anaheim. Meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier aus Disneyland Anaheim und zum Tag 2 von unseren Parkbesuchen. Wir haben ja nur leider 3 Stück, das heißt, die Hälfte ist fast vorbei. Wir waren heute Morgen schon in diesem Restaurant. Dazu habe ich kommt ein separates Video. Ihr müsst euch das anschauen. Ich weiß nicht, es kommt, glaube ich, danach online. Ihr müsst euch das anschauen. Das war eines der magischsten Disney-Experiences, die wir beide je hatten. I agree. Genuinely. Wie sieht Sams Brille eigentlich aus? Baymax. Ridiculous, but funny. Ich habe heute mal eine normale Brille. This is weird. It's not normal. Ja, weil Prinzessinnen-Mickey-Brille passt nicht so. They should make princess, like, ja, you know, like, Prinzessbrille. Yeah. Ja. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier vom... wir sind im Disney California Adventure? Disney Grand California. Grand California it's Hotel. It's a mouthful. It's hard to, like, und wir gehen jetzt ins Disney California Adventure. Mm-hmm. Da starten wir unseren Tag. They have their own entrance. Die haben einen eigenen Eingang, genau. Es ist eigentlich direkt um die Ecke vom Hotel, also es ist gar nicht weit weg, aber die Schlange ist jetzt irgendwie lang. Ich glaube für Security. Mhm. Sie möchte natürlich Baymax treffen. Ja, man kann Baymax treffen. Yes. Ich würde sehr gerne Anger treffen, mhm, also von Inside Out. And then maybe once we've done some character meets, actually go on some rides like ja, the Credit Coaster. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Attraktionen fahren. Ich bin noch nicht so viel gefahren in den Adventure World gar nichts. You did your favorite ride though, which was Pirates. She loved Pirates. It's her favorite. Da müsst ihr euch den Tag 1 anschauen, the 23 Day. Also ja. Aber auf jeden Fall der Incredible Coaster. You wanted to go on the Cars. Training. Oh yeah, Cars we need to do. Cars. As soon as we go in, we should try and book the... Yeah, and ich möchte aufs Riesenrad. Maybe we can do that a little bit later in the day, so I feel like not in the heat. No, not now. Because they really make you feel sick. And it's scary, it's terrifying. But I want to experience it with you. Maybe finally a ride will make or tomorrow evening. Oh yeah, we'll do that tomorrow as well. Ja, wir enden, also wir gehen jetzt ins California Adventure, gehen heute Abend dann in den Disneyland Park. Und morgen machen wir es genau andersrum. Morgen rope droppen wir Disneyland Park und kommen dann nachmittags hier. The good thing is park hopping here is so easy. Ja, es ist so nah. Like literally in front of each other. Aber geht erst ab 11 Uhr. Also wenn ihr morgens, wenn ihr einen Park reserviert habt, könnt ihr erst ab 11 dann park hoppen. Hi there. Thank you. Wir sind jetzt hier in diesem, ich weiß nicht, es sieht auch ein bisschen aus wie Sequoia Lodge Bereich angekommen. Hier ist Grizzlies River Run. Aktuelle Wartezeit 45 Minuten, das ist die Wasserattraktion mit den Reifen, die sich so drehen. Gibt es auch in Animal Kingdom. Und ich würde es ja gerne machen, aber Sam will nicht nass werden. I don't really want to get, it's going to soak us completely. Aber es ist ja heiß. I've taken a shower. But then, our hair, what am I going to do with my hair with disgusting water on me and my clothes that stick to me? Do you know what? Oh, no. You sound like Brina. Does she not like water rides either? She likes water rides, but she's always wearing a hat for her hair. Yeah, that's... Like, you know, a shower cap? Yeah, does she wear one? Yes. I need to learn from her. Maybe if I had one, I would come on the ride with you. Yeah. Brina, du musst Sam eine Kappe geben. Ah, we can look at here, look. Yeah. Also, da seht ihr es mal. But it looks so beautiful. We can do it one day, maybe. Sieht so schön aus. Das perfekte Wetter. If you want to do it, I can film you. I'll wait here and film you. Darling, I can wait here and wave at you. Do you want to do it? Not now. Okay. I will wait for you, too seriously. I can get some nice shots of you then. Oh wow, the Mickey one. I know, Mickey one's huge. It's really huge. Can you imagine how big this Mickey one's anything? You can feed a whole family with it, it's so big. Wir stehen jetzt in der Schlange für Baymax und Hero. Beide zusammen. Könnt ihr euch vorstellen, dieses Meet and Greet in Paris wäre einfach crazy, weil die sind so selten und hier kann man sie einfach so antreffen. Die Schlange wurde hinter uns geschlossen. Das heißt, wir haben richtig viel Glück gehabt. Ja, ihr seht die Leute hinter uns, aber es sind vielleicht 20, 30 Minuten, weil hier auch die, also es gibt nicht ganz so viel, es gibt ein bisschen Interaktion, aber nicht ganz so viel wie zum Beispiel jetzt in Paris oder so weit und so weiter. Aber hier, also das ist schon krass, wen man hier so antreffen kann.
Ich würde auch wirklich gerne noch Enga treffen, aber der ist bis 2 Uhr da. Das werden wir wahrscheinlich auch noch schaffen. Ja. Also, ich muss sagen, Charaktere sind mir hier auch noch ein bisschen wichtiger als Attraktion. Klar, ich möchte die Main Attractions machen. Tower of Terror und hier Incredible Coaster Cars. Aber die anderen kleinen Sachen, die sind für mich nicht so wichtig, muss ich sagen. Übrigens, heute ist es wieder super warm, deswegen habe ich auch meinen Nackenventilator an. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist wirklich ein perfekter Disney-Tag. Er hat super gut gestartet. Ich habe mein Kleid ordern können. Wir haben das Prinzessin-Frühstück gemacht. Wir sind einfach hier, wir dürfen hier sein. Wir sind so, also das ist wirklich, das kann man ja auch immer sagen, privilegiert hier sein zu können. Und dann treffen wir jetzt Baymax und Hero zusammen. Also es ist wirklich ein perfekter Disney-Tag bisher. Und ich glaube, es wird auch so weitergehen. Also es ist aber magisch. Sams Outfit nicht gezeigt, oder? Habt ihr schon? Oh, ich weiß gar nicht. Ja, mit dem Hut. Das war super süß. Baymax. Und wir haben einen was? Balala gemacht? Balala. Should I give them the secret? Ja, du darfst es sagen. Simone has never watched Big Hero 6. Please leave comments down below. I want you to watch Big Hero 6. Aber es war süß trotzdem. It was cute. You still enjoyed it. Ja, Baymax war richtig süß. Yeah. Also, super Start hier im California Adventure. Wir gehen jetzt zum Pixar Pier und treffen Enga. Natürlich gibt es hier auch Baymax Merchandise. Hier gibt es zum Beispiel so ein süßes T-Shirt, Bauchtasche. Hier gibt es Kappen und so Schlüsselanhänger, Socken. Da gibt es noch ein T-Shirt, eine Deppenkappe, aber eine dicke Deppenkappe für den Winter. Dann haben wir hier auch Ohren und Kinder-T-Shirts, Pins. Der ist süß, der Cuddles. Genau, so ein paar Sachen hier mit Baymax. Oh, das, oh, der ist süß. Das ist sehr süß. Das ist super süß. Sam hat sich jetzt hier diesen Baymax gekauft, dieses Brot. Was? 12,50 €? But it's a big piece of bread and it's 12,50 €. And it's meant to be very good sourdough bread. I'm sweating, I'm so sorry. 12,50 €. Aber es ist süß. Passt zu ihrem Outfit. Kann ich verstehen.
wir sind jetzt am Pixab hier und im Prinzip dieselbe Location, wo wir auch Lotso vorher getroffen haben, am Donnerstag. Hier kommt dann gleich Enga hin, in so einer knapp, ja, 15, 20 Minuten. Das ist ja auch richtig krass. Wir sind die Zweiten in der Schlange. Ich weiß noch, als er kurz bei uns war, das ist ja in Paris, was da für ein Hype drauf war. Und hier kann man ihn einfach so normal treffen. So geil mit den Charakteren, das ist mein Paradies. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis Enga kommt. Und zeig euch mal den süßen. Also, Sam hat gemeint, ich soll mir den Shop anschauen, weil der mega süß ist. Und ja, da ist Bing Bong. B-A-N-G-E-R. Shortcut. Oh, den sehen wir auch am Mittwoch im Hotel. Sehr süß. Ein bisschen was an Stitch-Sachen. Dann haben wir noch die Eats-Kollektion. Oh, diese Handyhülle ist sehr witzig. Oh, er redet sogar. Ach, hier ist jetzt Make Your Own Headband. Gibt es jetzt hier auch. Kann man sich zusammenstellen mit verschiedenen Charakteren. Hier gibt es die Pixar-Charaktere. Ein Kopf kostet, ich weiß gar nicht, was es kostet. Ach, da steht es. Base Headband $10, Mini-Plush-Accessoire $12. Also sich so einen ganzen zu machen, ist schon mega teuer. Ich finde die mega gut. Ich habe sie schon in Shanghai begutachtet. Ach. Ja, mal gucken. Oh, der ist süß. Das T-Shirt. Ihr fragt euch bestimmt, warum machen die eigentlich keine Attraktionen? Wir machen noch Attraktionen. Wir haben ja die Multi-Genie Lightning. I think that's something like that. Also auf jeden Fall das alte Genie Plus. Das hat jetzt aber einen neuen Namen. Yeah. Es war in unserem Ticket inklusive mit Fotopass und halt Lightning Lanes. Und wir haben jetzt gleich die erste Reservierung für Toy Story Mania. Dann haben wir Incredicoaster. Wir werden Cars Radiator Springs kaufen müssen, weil das ist nicht inklusive. Ist ähnlich, genau, ist ähnlich wie in Orlando. Oh my god, look at their, sorry, headband. Ja. So many on them. Ja. Okay. Ich glaube, ich muss mir so ein Headband kaufen. Was ich aber jetzt noch sagen wollte, genau, Radiator Springs werden wir kaufen für $19 pro Person. Weil die Warteschlange ist da 105 Minuten. Wir haben halt nur 2 Tage und dann müssen wir halt das meiste draus machen. Dann müssen wir halt in den sauren Apfel beißen und bezahlen. Ansonsten sind die Wartezeiten schon relativ hoch, aber es ist auch gerade mittags. Wir haben schon gesagt, heute Abend werden wir wahrscheinlich, wenn wir den Park wechseln, noch Star Wars, Rise of the Resistance machen. Da werden wir uns heute anstellen, weil wir, der Park hat wieder bis 0 Uhr geöffnet. Der Park heute hat bis 22 Uhr geöffnet. That one until midnight. Ja, genau. Und deswegen können wir das dann später machen, wenn alle sich für Fantasmic oder das Feuerwerk anstellen. Yeah. Gehen dann die Wartezeiten runter und dann können wir Star Wars Land auch ein bisschen erkunden, weil abends ist es ja auch mega schön. Yeah, und hoffentlich absolutely. Ist da nicht so voll. Also voller Plan, bis Midnight, bis 0 Uhr werden wir hier alles machen, was geht. Oh wow, Anger. Terrifying. But I love his hair. It's literally on fire. Hello, my friends. Oh my god, Anger. Hi, Anger. We'll see you in a bit. Right here. We're literally fast. Oh, sorry, that was my turn. Oh, no, it's okay. Hi, Anger. Hi, Anger. You are the best day ever. Oh, you're on that.
touching your products. Awesome, dude. Joy, nicht Joy, Sadness und Anger einfach in einer halben Stunde getroffen. Und dann kam, hat Sam gerade ihr Video aufgenommen und dann kam einfach Woody und hat in ihr Kamera Hallo gesagt. Also das sind so magische Momente. Wir machen jetzt Toy Story Mania. Ist im Prinzip genau die gleiche Attraktion wie in Orlando. Und dafür haben wir eine Lightning Lane und die machen wir jetzt. My arm is killing me. I will have Muskelkater tomorrow. One final. There it is. Whoa, whoa, whoa. Oh. Oh. Oh, wait, wait, everyone. Some emotional person potato! Hurry, hurry, right this way! Everybody here can play! Feel what it's like! There's nothing greater when you're the hot potato! One potato, two potato, three potato, four, five potato, six potato, you're gonna score! Seven potato, eight potato, nine potato, ten! Auch hier im Park gibt es überall Wasserbrunnen, in beiden Parks, überall, meistens an den Toiletten. Aber das Wasser hier auch in Amerika schmeckt ein bisschen chlorhaltig, deswegen meine Filterflasche von Philips bei den heißen Temperaturen mein Lebensretter und spart mir natürlich auch sehr, sehr viel Geld. Ja, ich hab's getan. Ich habe mir die Ohren, dieses Headband gekauft mit den Fabulous Four, Mickey, Minnie, Donald und Daisy. Ich find's einfach so süß. Es ist Zeit für meine Achterbahn hier und zwar gehen wir auf den Incredible Coaster. Freue ich mich sehr drauf. Thank you.
war so cool. Ja, Incredible Coaster war also super smooth. Wir waren in der ersten Reihe. Es ist so lang, das habe ich gar nicht geahnt, dass es so lang ist. Even if you queue for 50 minutes, es war, you get a long coaster out. Ja, es war so viel Spaß. Also wir müssen es auf jeden Fall morgen nochmal machen. Yeah, yeah. Oder heute Abend mal gucken. Ne, morgen Abend, wenn dann. Morgen Abend. It's like dark. Ja. The lights on Pixar Pier. Ja, also muss auf jeden Fall nochmal machen. Hat richtig viel Spaß gemacht. Und wir gehen jetzt zu Radiator Springs. Das erste Mal, dass ich das sehe. Wir betreten zum ersten Mal, oder ich betrete zum ersten Mal Radiator Springs. Ich bin nicht der größte Cars-Fan, aber ich glaube, dieser Themenbereich, was ich schon so auf Bildern und so Videos gesehen habe, ist einfach auch der Wahnsinn. Und ich freue mich so auf die Attraktion. Die ist auch sehr beliebt, deswegen haben wir uns jetzt die Lightning Lane für $19 gekauft. Wir wollten es nämlich am Tageslicht machen, da kann man mit meiner 360-Grad-Kamera viel besser filmen als im Dunkeln. Im Dunkeln ist es auch, glaube ich, mega. Und vielleicht, wenn es mir gefällt, machen wir es morgen halt nochmal. Wie gesagt, wir haben so wenig Zeit hier. Wir müssen echt das Beste draus machen. Aber wir haben wirklich einen der besten Disney-Tage heute, die ich je hatte. So viele Charaktere getroffen. Ihr wisst, ich liebe es, Charaktere zu treffen. Jetzt Incredible Coaster. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich liebe es. Hier ist es für mich ein Paradies. Und ich liebe den Park. Also ich liebe Disney Anaheim jetzt schon. Who is coming? Oh wow! Lightning McQueen. I am Speed. I am Lightning Ka-chow. Hi, Lightning McQueen. How are you? Traffic in Radiator Springs? You gotta be kidding me! Hi guys, stop right there.
Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ist halt sehr viel Indoor, so ein bisschen sitzen und gucken. Und am Ende wird es halt ein bisschen spannender. Also da geht's raus und dann fährt man ein bisschen schneller. Würde ich jetzt aber für morgen, also wenn ich jetzt Geld bezahlen, ups, why is it, jetzt fokussiert der Sam, hallo. Your camera prefers me, can't help it. Hier bin ich, danke, hallo. Also ich würde es nochmal fahren, aber jetzt nicht morgen, um Geld zu bezahlen. Also wenn ich nochmal Geld bezahlen müsste, würde ich jetzt nicht mal fahren. Es ist auf jeden Fall, macht Spaß, aber jetzt nochmal Geld ausgeben würde ich jetzt dafür nicht. Eine Sache, die ich euch auf jeden Fall schon mal raten kann, ist nicht im August zu kommen. Es ist so heiß, es war jeden Tag scheint die Sonne, aber also man kann es natürlich überstehen mit Ventilator, mit genug Wasser, mit Sonnenschutz und Mütze und so, aber es ist heiß. Vielleicht kommt früher, also vor dem Sommer oder im Herbst oder Winter, ist auf jeden Fall besser. Also August ist wirklich brüllend heiß. Also in der Sonne ist es so heiß, es brennt und viele Sachen sind halt hier outdoor, also auch die Warteschlangen und so, nicht viel klimatisiert, wie zum Beispiel jetzt in Orlando zum Vergleich, ist hier auf jeden Fall anders. Der Avengers Campus hier in Kalifornien ist so groß, das hätte ich gar nicht erwartet, weil ich kann halt unseren Avengers Campus, der ist ja so gefühlt so richtig klein, der zieht sich richtig lang und ich werde auch ein Vergleichsvideo machen zwischen Avengers Campus hier und bei uns, aber erstmal ist Zeit für Deadpool, Storytime with Deadpool, ihr seht schon die Kulisse und es dauert zwar noch 55 Minuten, ich bin die Erste hier in der Reihe, Sam holt uns Shawarma. Und ja, ich wollte unbedingt in der ersten Reihe sein. Ich liebe Deadpool und ja, es muss sein. I love you! I love you too! Aww. Hi there, everyone! Hi! Wow, what a complete and utter surprise to find you all here. It's almost like this was carefully scheduled in the Disney Parks app or something. I can't do any of those because this is my show. Yeah, we're gonna do what I wanna do. Mm-hmm. Today I've got a tale full of action. Romance. Yeah, that's right. Well, upon that time, once, I was walking along, captivated by one of my favorite books, People Magazine's Sexiest Man Alive of 2010. So I just leapt onto his back and guided him to take me to Papa, quickly! And off we galloped. Oh, we galloped deep, deep within the forest. Oh, we were so deep in that forest. It grew very dark, very scary, very dangerous. Did I mention Harry? Yes. Bulby, I can't believe you made it quickly. Let's take an awesome, cute picture together for the gram. My cultural references are timeless and ever enduring, like Splash Mountain. What happened to Splash Mountain? For the record, I love frogs. You know what? This whole thing is really headed south. Also Deadpool hat gesagt, ich liebe dich auch, mein Tag ist jetzt einfach nur, also es kann nicht besser werden, mein Tag ist gerettet. Sorry Schatz, ich muss dich jetzt leider verlassen, Deadpool liebt mich. Also wirklich, es kann tatsächlich, heute ist wirklich ein magischer Tag. Es hat super gut angefangen und es geht so weiter, wir gehen jetzt rüber in den anderen Park,
Deadpool mit Wolverine zu sehen, war mein Highlight auch heute. So viele Highlights, das ist unglaublich. Ich lade die komplette Story von Deadpool, die Storytelling, auf YouTube hoch. Ja, da sind sie. Lade ich schon mal komplett auf YouTube hoch, weil es ging 7 Minuten. Ich mache jetzt nicht alles rein, aber das könnt ihr euch auf jeden Fall ansehen. Es ist einfach lustig und... Sam hat den Film, gar keinen Film gesehen, und sie fand es sogar lustig. Es wird so langsam Halloween-y hier in den Parks. Wir haben auch schon in Radiator Springs gesehen, dass da was Halloween-mäßiges ist. Wir hoffen wirklich, dass bis morgen der Pumpkin kommt, dass wir da vielleicht ein Foto machen können. Vielleicht klappt es. Mal sehen. Aber so langsam, es beginnt ja schon nächste Woche hier, die Halloween-Season. Hi. Thank you. Und wir sind zurück im wunderschönen Disneyland. Goofy ist direkt hier am Eingang. Also einfach hier so spontane Meet and Greets. Die werden einfach so spontan aufgemacht. Es gibt keine Zeiten dafür. Das habt ihr überall hier auf dieser ganzen, auf dem ganzen Central Plaza. Mit Mickey, Minnie, Donald, Chip und Dale. Und das ist hier einfach ja, ganz, ein ganz anderer Vibe. Oh, Deppa Dance are there. Yeah. Don't mean nothing to me, nothing to me. Bum 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 bum, ba da ba da, bum ba da ba da, bum ba da ba da ba. Ah, Twitter money is all forever is fading away. So grab your scarf and goggles and fly. Bum ba da ba da, bum ba da ba da, bum ba da ba da. A sunset is our home, a moonbeam we will follow. My spirit of adventure is here. Was it fun? Little love, was it wasn't how he felt, what he dreamed. Das ist jetzt hier die Main Street an der Ecke, wie in jedem Disney Park Emporium. Und ja, man sucht ein bisschen das Schloss. Es ist klein, aber es ist trotzdem sehr, sehr schön. I should do the normal ones first. Fotoshooting beendet, aber ich muss sagen, in Amerika, also in Orlando und auch hier Golden Hour, man macht wirklich die besten Bilder. Tagsüber ist die Sonne so stark, ich finde das Licht echt nicht schön. Und morgens, was wir morgen machen werden und halt Golden Hour, macht man echt die besten Bilder. Also nur als Tipp, haben wir leider nicht so in Disneyland Paris, obwohl es auch im Sommer, so wenn die Sonne untergeht, auch richtig schön sein kann. Aber irgendwie in Amerika ist es noch mal ein bisschen schöner. Wir haben jetzt unseren Virtual Queue für Haunted Mansion, Nightmare Before Christmas Layover. Das haben wir schon am Donnerstag gemacht und das war so phänomenal. Ich bin kein Nightmare Before Christmas Fan, aber was sie zu dieser Attraktion gemacht haben, also mit dieser Attraktion gemacht haben, ist einfach so krass. Da freue ich mich jetzt, dass wir da wieder drauf gehen können. Ja? Okay.
What's redeem later return time for Dolly? Oh, there's Indiana Jones. Yeah, 15 minutes. We have that later, right? Yes, he is. Well, now not that way? This way. Okay. You can, yeah, you can go ahead. We have to take a picture outside here. Can we just do it? Not now, tomorrow. Let's go here. Also ich bin jetzt zum zweiten Mal Haunted Mansion Holiday Layover oder wie das immer heißt gefahren und also ich bin kein Nightmare Before Christmas Fan, aber diese Attraktion ist einfach nur krass geil. Es macht so viel Spaß. Jedes Mal, wenn man nochmal fährt, sieht man noch mehr Details und es ist wirklich Wahnsinn, was sie zu diesem Overlay gemacht haben. Ich wünschte, wir bekommen sowas in Paris, aber das können wir komplett vergessen, dass wir sowas in Paris bekommen.
Ja. Hier ist es gerade sehr, sehr voll in dieser Area. I don't like this area at all. Ja, es ist sehr crowded, weil Fantasmic halt hier auf dem See stattfindet. And it's not very wide either. Genau, es ist sehr eng hier. Es gibt Restaurants, die sind aber auch sehr voll. Yeah, so people are queuing for restaurants. Und wir müssen jetzt erstmal hier aus dieser Area raus, weil no pirates. Wir haben das schon einmal gemacht, reicht einmal. Look at the treehouse. Ja. One second. Da ist, ist es Tarzans? I thought it was, but I think it might be. Da ist, also wir haben ja Robinsons irgendwas Haus und die haben hier, wie glaube ich, Tarzans Haus oder so. Naja, also Baum, nicht Haus. Auf jeden Fall seht ihr mal, wie viele Leute hier gerade sind. Es ist super voll. Wir möchten jetzt erstmal hier weg. Wir setzen uns jetzt irgendwo hin, kurz nochmal ums Eck gehen und so, aber hier müssen wir erstmal raus. Right? Na, Royal Hall? What is here, Royal Hall? What is it? Greet the princesses. Ah, we have met enough princesses. Wir sind jetzt hier im Fantasyland und das sieht so ein bisschen anders aus als bei uns. Trotzdem natürlich sehr, sehr schön. Wir kommen morgen nochmal, wenn es ein bisschen heller ist. Und wir gehen jetzt zu Schneewittchen, denn dieser Ride ist tatsächlich ein bisschen anders als bei uns und da freue ich mich sehr drauf. Yeah.
Meine Begleitung spricht leider nicht mehr mit mir. Sie hat mich verlassen. Aber sie hat was mit, also sie hat ein bisschen Halsschmerzen und ist heiser. Deswegen redet sie nicht mehr mit mir. Yeah, I want to film it in a second. Snow White hat sehr viele Ähnlichkeiten zu unserem Ride in Disneyland Paris, aber es ist nicht so ruckig, es ist smoother. Ich drehe mich mal ein bisschen, habe ich ein bisschen Licht. Smoother, es ist länger, es hat viel schönere Projektionen. Also gefällt mir auf jeden Fall viel, viel besser. Wir gehen jetzt hier auf diese Submarines. Im Prinzip sind das U-Boote. Und die gehen wirklich unter Wasser. They go down, like on the water, right? Die gehen wirklich unter Wasser. Und das machen wir jetzt mal. Es ist Findet Nemo-Thema, oder? Ja, es ist von Findet Nemo. Also diese U-Boote, ich weiß ja nicht. Erstmal sitzt man mit 8 Millionen Menschen in so einem U-Boot. Gefühlt saß ich bei Sam auf dem Schoß oder bei dem anderen Nachbar. Es ist super eng da drin, nichts für Klaustrophobiker. Und die Fahrt ging irgendwie 15 Minuten. Also 5 Minuten hätte für mich auch gereicht in diesem U-Boot. Also ich glaube nicht, dass ich diese Attraktion hier nochmal machen muss. Das ist ganz süß mit Findet Nemo und so, aber einmal reicht. I don't want a macaron now. Yes. Ja, Space Mountain hat aktuell geschlossen. Ich weiß, warum du deine Stimme verloren hast. Weil wir so viel lachen. Exactly. Ich bringe sie immer so auf viel zum Lachen. Did you tell them how you felt about them, right? Yes, I did. Yeah, she loved it. So much. She literally, in the middle of the ride, and she, in English, she went to me, I don't think I ever want to go on this ride again. Ich bringe Sam ständig zum Lachen irgendwie mit meinem trockenen Humor, we say in German. Very dry humor, yeah. Right? Very dry humor, yeah. Like I'm saying something very, how with do you straight say? Straight face. Straight face, yeah. Yeah. Bin sehr, sehr, also direkt auch, you like my direct. Yeah, I sometimes get a bit stressed by it, but also I love it at the same time. Like the other day when we were in the car, in the Uber, and you were like, how do I open the door? Like with a very monotone, whereas I would be like, excuse me, sir.
Ja, so bin ich halt. I love it, I love it. Come on. Wir machen jetzt den Tiki Room, ein Klassiker. What do you think? Here, here? I don't know. The world is your oyster. What is this, señorita? My siestas are getting shorter and shorter. Oh, look at all the people. And welcome to Walt Disney's Enchanted Tiki Room. All the birds sing work and the flowers grow. Señoritas, please place your eyes into the center of the room, that is. We present the Enchanted Fountain. Wunderbar, wunderbar. Look, here comes the girl. I remember the dress from the girl on the Expo. I wonder what happened to Rosita. Everybody whistle. Bala bala. Bala bala. Wir haben jetzt noch ein kleines Hüngerchen und essen bei The Bengal Barbecue im Adventureland. Haben wieder Mobile Order gemacht, das klappt ja immer ganz gut. Und das holen wir jetzt ab. I just wanted to give a big shout out to Magic Money Mouse / Simo for an amazing few days. For all the laughs, for the many photos that she's taken, for the many times she's been like a mom to me. It's been amazing. Oh, we're at this. Der Park hat noch ein bisschen geöffnet und wir nutzen jetzt unsere Lightning Lane für Indiana Jones Adventure. Ist so ähnlich wie Dinosaurs in Orlando und das machen wir jetzt. Already I am envious of the wonders that await you, if you are with the eyes of Mara, that is. Welcome, my friends, to the temple of... Also je später der Abend wird, desto verrückter wird Sam. Die lacht nur noch. Die ist nur noch am Lachen. I can't help it. I'm delirious. I laughed the whole way through Indiana Jones. Ja, wir sind gerade Indiana Jones gefahren. It was so funny. Also das war sehr, sehr rough. Also, I was just looking at you and your face is that thing. Also mein ganzes Abendessen wurde nochmal gut durchgeschüttelt auf jeden Fall. Ist nochmal gut gemixt worden. Ist auf jeden Fall cool. Also man muss es auch öfter fahren, um alles zu sehen und so. Yeah, we're gonna rope drop it again tomorrow. No, we that much. We are not. No, I'm joking. Maybe we can do the submarine again. That one is like on another level. And the tiki room. Oh, tiki room is phenomenal. Two highlights. You should do them when you come. Yeah, best day ever mit submarine und tiki room. The submarine was hilarious. Oh.
Wir gehen jetzt noch mit zu Mr. Toads. Star Wars, hier Rise of the Resistance ist down. Roger Rabbit, was wir machen wollten, ist auch down. Und deswegen gehen wir jetzt halt noch Mr. Toads machen, damit wir das morgen nicht mehr abhaken müssen. Morgen ist ja schon unser letzter Tag. We are sad. I'm really sad actually. I'm excited to sleep, but also I don't want to leave this park. It's been phenomenal. I'm gonna miss laughing so much. You will miss me. I think on the plane, I will miss you. On the plane I'll be very sad. No, I'll fall asleep, I'll die. Ich werde auch schlafen im Flugzeug, aber es war bisher so eine schöne Woche, zwar super anstrengend, it's been amazing. We've done too much. So viele Erlebnisse, so much. Was man alles erlebt hat, heute schon wieder. Es ist einfach eins nach dem anderen. Es ist einfach, die ganze Woche muss ich erstmal 2 Wochen mindestens zu Hause verarbeiten und schlafen. Ich habe mir schon überlegt, meinem Freund zu sagen, ob er erst eine Woche später wir uns wiedersehen, weil er mich wahrscheinlich nicht erkennen wird, weil ich mehr Falten bekommen habe. Ich muss erst mal mich regenerieren wieder. To ensure a safe and glorious drive. And you drive Ja, Mr. Toads war skurril, interessant, seltsam, sehr schnell. Ich habe den Film auch nicht gesehen. Also ja. Huch! She's falling, she's so tired at this point. Ja, ich bin so müde, ich kann meine Beine nicht mehr heben. Oh, it's here already. It's funny. It's so funny. Wir sind jetzt kurz noch im Emporium, kaufen noch ein paar T-Shirts. Die Shops haben ja immer noch geöffnet. Es ist schon 11:45 oder so. Und wir müssen morgen um 6 Uhr aufstehen. Wir müssen aber noch zum Hotel fahren, wir müssen unsere Sachen packen. Also diese Nacht wird auf jeden Fall wieder super kurz. Egal, morgen ist der letzte Tag. Wir machen das Beste draus. Wir wollen alles mitnehmen, was geht. Also ich auf jeden Fall. Sam muss sich so ein bisschen mitziehen. Sie würde am liebsten gern bis 11 oder 12 schlafen. Sie hat immer die Hoffnung, dass ich morgens sage, können wir nicht einmal länger schlafen, aber so bin ich leider nicht. Ich bin wach, voll motiviert. Und ja, aber ich hoffe, dieses Video von heute hat euch gefallen. Es war wirklich einer der besten Disney-Tage, die ich in meinem Leben hatte. We laughed a lot. Wir haben so viel gelacht. Thank you, Sam, for this amazing day. Und ja, morgen letzter Tag, also denkt dran, noch einzuschalten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!